Hallo, lieber Löwe, schön, dass du hierher gefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam im Kollektiven anschauen, was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten in Sache Liebe, ne? Was wird auf dich zutreffen, lieber Löwe? Bitte bedenke, dass es ja im Kollektiven ist, ne? Nicht alles kann auf dich wortwörtlich zutreffen. Das ist ja auch klar, ne? Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Und wie gesagt, die Energie gibt uns immer jedes Mal etwas anderes. Das ist ja dann auch klar. Ich bitte dich, hör dir auch die anderen Energien an. Ne? Du hast einen Aszendent, du hast ein Mondsternzeichen, du kannst dir hier auch dein Venussternzeichen anhören und dann valutieren. Ne? Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Ich starte gleich mit den Orakelkarten. Was wird in den nächsten 3 Monaten auf dich zustoßen? Was passiert in den nächsten 3 Monaten? Ne? Das ist ja klar. Mal schauen, was passieren wird für unsere liebe Löwenmenschen da draußen. Ne? Schauen. Ci saranno dei momenti romantici. Wow, okay, wow, hier sind Veränderungen. Also hier geschehen schöne Dinge. Tatsächlich, ne? Also hier sind romantische Momente mit dem Partner. Falls du keinen Partner hast, das ist ja klar, lieber Löwe, könntest du hier jemand begegnen, könntest du hier jemand Neues kennenlernen. Und hier ist irgendjemand, der dich beobachtet und hier ist Offerta d'amore. Wow, sehr schöne Legung, ne? Ich freue mich, ich bin auch Löwe, wie gesagt, Löwe, Krebs. Also ich habe alles im Löwe und das ist wirklich was Schönes, ne? Also in diese 3 Monate, ne, könnte jemand auf dich zukommen, auf dich sozusagen zu dir herkommen, ne, um auch seine Gefühle zu äußern, ne? Jemand, der dich beobachtet, jemand, der etwas von dir will, ne? Falls du jetzt Single bist, lieber Löwe, das könnte aber auch deine Energie sein, ne? Das ist ja klar, du könntest hier jemand beobachten, du spionierst jemand hinterher, ne? Wie gesagt, das kommt immer drauf an, ne? Wir haben hier Veränderungen, sehr positive Veränderungen. Ich sage positive, weil wir haben hier lauter positive Karten nebendran, ne? Also hier erwartet dir in den nächsten 3 Monaten etwas Schönes, etwas Positives, ne? Wie gesagt, romantische Momente mit dem Partner. Falls du jetzt sagst, ich habe keinen Partner, könnte das noch kommen. Schöne Dinge, jemand, der hier sich äußert, ne? Gegenüber von dir. Du kannst dich äußern, du kannst hier Gefühle entwickeln für jemanden. Ne? Das ist ja klar. Machen wir mal weiter mit den anderen Orakelkarten. Was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten? Das ist wirklich eine sehr schöne Legung bis jetzt. Ne? Wie gesagt, bis jetzt. Schauen wir uns mal das nächste an, lieber Löwe. Azzardo. Man muss auch mal riskieren, ne, im Leben. Das ist ja klar. Du kannst nicht alles. Wow, Affetto. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Und Dolore. Okay. Ja, Strategie. Das ist nicht einfach, ne, lieber Löwe. Ich vermute ganz stark, dass du hier auch mal riskieren musst, dass du hier nicht immer eine tolle Situation gehabt hast. Ne? Ich vermute ganz stark, dass hier auch Zuneigung, ne? Hier spielt Zuneigung auch eine große Rolle. Das muss jetzt nicht unbedingt immer mit dem Partner sein. Ne? Das ist ja klar. Das könnte auch gut sein. Du bist Mama, du bist Vater, je nachdem, bitte setz das um, dass du jetzt einfach hier auch Komplikationen hast, dass du hier auch gelitten hast, ne, mit deinem Sohn oder mit deinem Tochter. Also sie machen das dir nicht einfach, ne? Wie gesagt, das ist nicht einfach für dich, ne? Aber du musst hier auch riskieren. Also ich vermute ganz stark, dass du in diese 3 Monaten auch sehr viel riskierst, ne, um auch hier glücklich zu sein. Du musst hier einfach nicht mehr nur beobachten, sondern du musst hier agieren, was ich hier von den Karten sehe, damit du glücklich wirst, ne? Das könnte auch gut sein, dass du eine Person kennengelernt hast, ne? Und mit dieser Person hattest du wirklich eine starke Verbindung. Du hast wirklich Gefühle gehabt für diese Person, ne? Aber das ist nicht so gelaufen, wie du das dir gedacht hast, ne? Von dieser Situation. Das könnte aber auch gut sein, dass es so wird, ne? Dass in den 3 Monaten einfach, dass du erfährst, dass es nicht so ist mit dieser Person, ne? Das könnte hier
eine Liebessituation sein, aber auch mit den Mitmenschen, ne? Liebe hat man ja auch mit den, wie gesagt, mit Kindern, ne? Hier spielen auch Kinder irgendwie eine Rolle, ne? Wenn du jetzt hier sagst, ich habe erwachsene Kinder, ne? Das könnte auch gut sein, dass sie hier einfach dir auch Schwierigkeiten machen, ne? Deine eigenen Kinder, deine Familie, irgendetwas ist hier, ne? Und das projiziert in dir auch dieser Schmerz, ne? Aber falls du jetzt sagst, ja, ich habe gelitten mit diesem Menschen, den ich geliebt habe, dann passt es ja perfekt, ne? Weil hier ist auch Zuneigung. Du hast dich zu dieser Person wirklich wohlgefühlt. Du hast diese Person auch das gegeben, ne? Du hast wirklich sehr viel gegeben, ne? Und du hast ja auch bestimmt auch etwas bekommen, ne? Das ist ja klar. Man gibt ja nicht nur von einer Seite, sondern es ist von beide Seiten, ne? Das könnte ja auch gut sein, dass du nach dem, was hier alles passiert ist, dass du hier eine neue Liebe begegnen könntest, ne? Wie gesagt, hier haben wir auch Cambiamenti, das ist ja klar, Veränderungen, Veränderungen, die im Positiven sind, ne? Das könnte gut sein, dass ihr hier eine Krise durchsteht, ne? Hier muss man einfach eine neue Strategie finden. Du musst hier auch handeln. Du kannst jetzt nicht mehr zuschauen, lieber Löwe, sondern du musst hier agieren. Du musst hier riskieren, damit du die Situation, Kommunikation, das ist so. Hier wird sich bei dir jemand melden. Ne? Das könnte auch gut sein, dass hier vielleicht ein Ex zurückkehrt, eine Person von der Vergangenheit. Ne? Das ist ja klar. Es ist hier einfach eine Situation, die nicht offenbart wurde. Ne? Wir haben hier die Nacht. Das sind Dinge, die mit dem Mond zu tun haben. Ne, das ist ja klar, Dinge, die nicht gesagt worden sind. Vielleicht hat dir hier jemand etwas verheimlicht. Ne? Hier könnte auch jemand, wie gesagt, sich melden bei dir, um irgendwie eine Lösung zu finden. Oder hier möchte sich auch jemand entschuldigen. Ne? Vielleicht hat dir auch jemand wehgetan. Das könnte ja auch dein Sohn oder deine Tochter sein. Ne? Bei dieser Legung vermute ich das auch ganz stark. Ne? Das sind ganz viele Menschen. Bitte setze das um, weil du liebst ja deine Kinder auch. Ne? Das ist ja klar. Also ich selber sage auch zu meinen Kindern, ich liebe dich, ich liebe dich. Das ist ja klar, das ist eine andere Liebe. Aber das gehört auch, ne, zu Emotionen, Gefühlen. Ne? Also das kannst du auch damit zählen in Sache Liebe. Ne? Das ist ja auch in deinem Herzen. Ne? Und das spielt ja auch eine große Rolle. Ne? Aber du musst hier agieren, lieber Löwe. Falls du jetzt hier sagst, ja, das passt perfekt, du kannst jetzt hier einfach nicht mehr die Situation beobachten, ne? In diesem Standby-Modus, in dieser Pause, sondern du musst jetzt hier auch riskieren, du musst hier auch etwas machen. Vielleicht dich auch entschuldigen, ne? Lieber Löwe. Falls du jetzt sagst, ja, ich habe hier was falsch gemacht, ich habe mich vielleicht falsch benommen, dann kannst du das ja auch tun, ne, lieber Löwe, das ist ja klar. Oder diese Person, die einfach jetzt hier einen Fehler gemacht hat gegenüber von dir, ne? Wie gesagt, das kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anschaut. Vielleicht eine Tochter, ein Sohn, der sich falsch benommen hat, das ist ja klar. Schauen wir uns mal einfach das Ganze an mit den Karten, mit den Tarotkarten. Da hat sich fast eine gedreht, aber dann doch nicht. Dann ist es ja okay so. Mal schauen, was dich erwartet. In den nächsten 3 Monaten, da haben wir den Gehängten. Da haben wir einfach jemand, der nicht weiß. Ne? Ich habe dir gesagt, ne? Wir haben hier jemand, der zurzeit einfach noch nicht weiß, wie er glücklich sein kann. Ne? Also das könnte auch gut sein, du musst jetzt einfach hier eine neue Sichtweise eingehen. Du musst hier einfach von diesem gehängten Energie rauskommen. Du musst hier einfach auch mal die Situation in die Hand packen. Und wenn du glücklich sein möchtest, musst du hier auch agieren, musst du hier etwas auch bringen, ne, lieber Löwe. Das ist ja klar, du kannst nicht nur in diesem gehängten Modus sein. Das könnte aber auch gut sein, dass hier, wie gesagt, eine Person gegenüber von dir, ne, mit der du jetzt gerade keinen Kontakt hast, ne, dass du jetzt hier einfach erwartest, dass diese Person hier auch den Schritt macht, ne, dass diese Person jetzt hier auch etwas tut, ne, in dieser Beziehung. Oder wie gesagt, falls du jetzt mit dieser Person zusammen
zusammen warst, ne? Das ist ja klar. Beweg dich, mach mal etwas, ne? Du kannst hier nicht nur gemütlich sein, das ist ja auch klar. Also ich sehe hier, dass man agieren sollte, ne? Auf jeden Fall, um diese Situation auch zu retten, um hier etwas zu bringen, weil du hast hier wirklich schöne Karten, ne? Wie gesagt, falls du jetzt sagst, ja, ich war mit jemandem zusammen, aber plötzlich war hier Kontaktabbruch, ne? Das ist ja klar, ich weiß ja nicht, was passiert ist. Das hat hier Schmerzen zugefügt, aber die Situation muss man ja auch packen können, ne? Das ist ja klar, von nichts kommt nichts. Wenn du jetzt nicht die Situation in die Hand nimmst und hier etwas tust, dann wird es hier sich nicht ändern, ne? Das ist ja klar. Was haben wir hier? Prinzessin der Kelche. Ja, also ich vermute ganz stark, dass hier wirklich auch die Kinder eine große Rolle spielen. Ne? Jemand, der sich Sorgen macht um die Kinder, jemand, der Angst hat um seine Tochter, um seinen Sohn. Ne? Wie gesagt, wir haben hier auch jemand, der hier kommen möchte, aber diese Situation braucht auch seine Zeit. Ne? Das ist ja klar. Also ich vermute ganz stark, dass hier auch Menschen zusammen sein könnten, die hier auch einen Altersunterschied haben. Ne? Sagen wir mal, lieber Löwe, du bist hier älter oder jünger als diese Person. Ne? Ihr habt hier eine unterschiedliche Energie. Ne? Und das ist so, als ob du hier erwartest, dass diese Person ja auch kommt, ne? Und sich auch entschuldigt. Oder in diese 3 Monaten erhoffst du das dir. Also das ist jetzt nicht so, dass hier keiner kommen wird, weil wir haben hier einen Ritter der Münzen. Das ist eine Person, die dann auch ganz genau weiß, was sie will. Ne? Aber sie braucht auch seine Zeit, ne? Also Entschuldigung, der Ritter der Münzen ist für mich wirklich eine sehr tolle Energie, auch sehr diszipliniert, ne? Er weiß ganz genau oder sie weiß ganz genau, was sie möchte, ne? Aber das braucht einfach auch seine Zeit, ne? Das ist ja so, dass es nicht von heute auf morgen geschehen kann, ne? Dass du hier erwartest, dass diese Person gleich auf dich zutrifft, dass diese Person gleich seine Meinung ändert, ne? Wie gesagt, das könnte auch eine Situation sein zwischen deine Kinder, ne? Eine Situation mit deinen Kindern, irgendwie jemand, der vielleicht deine Kinder verletzt hat oder du dir auch Sorgen machst, ne, um deine Kinder. Das ist ja klar, eine Mutter macht sich immer Sorge, ein Vater, ne, falls jetzt deine Kinder schon älter sind, auch eine Liebesbeziehung, das könnte ja auch gut sein, ne? Also das nimmt ihr bitte mit der Pinzette, weil das sehe ich ja auch, ne? Weil falls du jetzt sagst, hier bei dieser Legung, ich bin Single, ne, du könntest hier eventuell auch jemand Neues kennenlernen, ne? Jemand, der auch gegenüber von dir was empfindet, ne? Das ist ja klar, wir sind hier noch bei einer jüngeren Energie, wir sind ja bei der Prinzessin der Kelche, ne? Das ist ja klar, das ist hier vergleichbar mit dem Page der Kelche, also das ist jetzt so keine große Liebe unbedingt, aber hier sind auch Gefühle vorhanden. Das sind ja noch diese Anfangsgefühle. Das sind noch diese naive Gefühle auch. Ne? Das ist ja klar, falls hier ein Altersunterschied ist. Ne? Je nachdem, bitte setze das um. Ne? Weil hier könnte auch jemand kommen, der wirklich jetzt sich hier entschuldigt, der hier das. Lieber Löwe, kurze Unterbrechung. Meine Speicherkarte war voll. Gerade am Ende. Ne? Genau, also wie gesagt, du hast hier einfach jemand, der sich auch entschuldigen möchte, ne, von der Vergangenheit. Das könnte aber auch deine Energie sein, ne? Das kommt immer darauf an, was du hier alles erlebt hast, weil ich vermute, hier sind auch Kinder im Spiel, ne? Wie gesagt, das ist ja auch klar. Das hat ja auch mit Gefühle zu tun, ne? Falls du jetzt irgendwie Unklarheiten gehabt hast oder dir Sorgen machst um deine Kinder, ne? Das kann ja auch energetisch, ne, sozusagen eine große Rolle spielen in dir, ne? In das, was du gerade fühlst. Das hat ja auch mit Gefühle zu tun, ne? Das ist ja auch Liebe. Je nachdem, bitte setze das um, lieber Löwe, weil ich sehe hier, ne, wie gesagt, hier sind Veränderungen, hier ist auch jemand, der irgendwie spioniert, beobachtet, was du machst, ne? Das könnte aber auch deine Energie sein, ne? Das ist ja klar, vielleicht habt ihr euch sozusagen, seid ihr auseinandergegangen, ihr habt euch verlassen beide, ihr seid nicht mehr zusammen, ne? Aber der andere spürt hier noch etwas, ne? Wer weiß, das könnte ja auch gut sein, weil du hast ja eigentlich positive Karten. Jemand, der kommt und hier wirklich etwas dir offenbaren möchte, ne? Mit dir kommuniziert
reduzieren möchte, was wir vorhin gesehen haben. Ne? Das ist ja klar. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze an mit den Sternzeichen. Ich möchte wissen, mit wem du in diesen nächsten 3 Monaten zu tun haben wirst. Ne? Das könnte ja gut sein, das ist dein Partner, dein Ex, ne? Die Person, die du kennenlernen könntest. Das ist ja klar, das kommt immer drauf an. Ne? Bitte setze das um, wie du das brauchst, lieber Löwe. Das ist ja klar. Okay, wir haben hier Skorpion. Wir haben hier Pluto, wieder Skorpion. Eine sehr starke Energie, ne, bei diesem Löwe. Und wir haben hier Feuerelement, dein Element. Ne? Also wir haben hier Widder, wir haben hier Schütze und wie gesagt Feuer. Und wir haben hier Virgo, quasi Jungfrau. Das passt genau zu mir. Ne? Mein Mann ist auch Jungfrau. Also wie gesagt, das ist euch überlassen, wie ihr das einsetzen wollt. Du sagst, ja, das stimmt, das ist einer von meinen Ex, ne? Weil wir haben hier 2 Mal Skorpion. Diese Energie ist hier wirklich sehr stark geprägt, ne? Das hat ja schon, für mich gibt es keine Zufälle, ne? Das ist ja klar. Hier möchte die Energie uns etwas mitteilen. Das ist ja eindeutig, ne? Okay. So, lieber Löwe, das war deine Legung. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen, ne? Du kannst gerne kommentieren, schreiben, ob irgendetwas mit dir in Resonanz gegangen ist mit der Zeit. Das ist ja klar, in diesen nächsten 3 Monaten. Das kann auch vorher geschehen, aber das kann auch nach den 3 Monaten passieren. Ich sehe hier immer und jetzt. Ne? Das ist ja klar. Okay, pass auf dich auf, lieber Löwe. Mach's gut. Wir sehen uns bald. Tschüss.